Backspin. Ich sitze hier mit der wunderbaren Vis-a-vis und zwar ist es ja mal eine etwas andere Gegebenheit, weil normalerweise bist du diejenige, die Leute interviewt. Jetzt bin ich aber hier, um dich zu interviewen und der Grund dafür ist dein Hörbuch. DALL-E 2 ist seit ein paar Wochen draußen. Wie geht's dir? Du bist gerade auf Tour. Hat's dir gefallen? Ist alles cool? Voll, ist alles ganz, ganz aufregend gerade, muss ich sagen. Also es ist vielleicht wirklich die beruflich aufregendste und intensivste Zeit, die ich jemals hatte. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, also, dass ich das überhaupt nochmal so sagen kann, weil ich schon dachte, dass es vor 10 Jahren so war oder vor 5 Jahren. Aber ich glaube, jetzt hat sich das echt alles nochmal gesteigert. Ich bin mega glücklich, ich habe so krasses Feedback bekommen und auch jetzt die Tour. Ich habe ja jetzt sozusagen die ersten zwei Städte geschafft, Hamburg und Essen. Es war beides wunderschön und keine Ahnung, ich bin ein bisschen überwältigt, auch ein bisschen müde, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe dir schon gesagt, dass ich die letzten Wochen sehr, sehr wenig gepennt habe und ein bisschen drüber und durch bin, aber sehr, 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 sehr glücklich gerade. Ja, man sagt ja auch, wenn man zufrieden ist, dann braucht man weniger Schlaf. Ach, ist das so? Ja, wow. Tatsächlich. Dann braucht der Körper das irgendwie weniger oder das so. Das wusste ich noch nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich auch teilweise wache ich dann so um 8 auf, obwohl ich um 5 schlafen gegangen bin und ich mir so denke, was ist denn das jetzt? Hallo, ich könnte dann sogar noch 2 Stunden schlafen, aber mein Körper will dann einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich eventuell die Erklärung dafür. Jetzt muss ich mal nachrecherchieren, warum das so ist. Vielleicht, weil die Endorphine einen dann wecken und sagen, hey, ich bin bereit für die nächsten Abenteuer. Vielleicht ist das der Punkt. Krass. Wie bist du so zufrieden mit dem Feedback? Du hast ja einiges bekommen immer, ne? Gab es auch schlechtes Feedback generell so? Ist es so gut wie beim ersten Mal? Ey, ich muss wirklich sagen, ich keine Ahnung, ich verstehe es ja selber nicht, aber ich habe so 1, 2 oder sagen wir 3 oder okay, 4 negative Resonanzen bekommen, aber die waren insofern negativ, dass dort ein Fehler festgestellt wurde. Innerhalb des Hörbuchs ist kein inhaltlicher Fehler, sondern es ist einfach nur ein falsches Wort hat sich da eingeschlichen. Ja. Ich sage jetzt nicht welches, ich möchte nicht, dass da noch mehr Leute drauf kommen, wo mich so 3, 4 Leute irgendwie drauf hingewiesen haben, gesagt haben, boah, das geht aber nicht, wo ich mir dachte, okay, es sind 10 oder insgesamt 20 Folgen und es ist jetzt ein Wort, Kacke, so. Ne? Aber das, glaube ich, kann man einfach überleben. Und einer hat sich halt beschwert über die Rappernamen. Und ich verstehe das auch. Es ist schwierig mit den Rappernamen, aber ich glaube, es ist eben das gleiche Prinzip wie bei echten Rappernamen. Man kann sich daran gewöhnen. Und das ist so, Rappernamen sind nun mal oft cringe und sind es in der Realität, aber auch bei mir im Hörbuch. Und deswegen, das lasse ich auch gar nicht so an mich rankommen, weil ich habe so viele auch Rapper um mich herum gefragt, ob die mir helfen können, Rappernamen auszusuchen. Mhm. Und teilweise die Vorschläge, die da kamen, waren genauso wack wie meine Vorschläge. Oder waren halt noch komischer, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, das ist schon alles okay so. Mhm. Ja, du hast ja deswegen auch eine sehr coole Aktion auf deiner Tour. Das ist irgendwie krass, oder? Jetzt bist du mal jemand, der jetzt nicht so interviewmäßig da hinterher rennt und sagt, okay, der ist auf Tour, den hole ich mir, sondern du bist auf Tour, ne? Das ist total verrückt, ja. Das ist krass. Aber deswegen hast du ja auch, das wollte ich eigentlich erzählen, so eine coole, so ein cooles Game quasi erfunden, dass man auf ihrer Tour quasi Namensvorschläge für zukünftige vorkommende Rapper in einer vielleicht Staffel 3 vorschlagen kann, sich ausdenken kann, aber da kommen auch echt krass viele komische Vorschläge, oder? Das ist wirklich nicht einfach. Es zeigt sich ja eben wirklich, dass es schwer ist. Aber ich habe jetzt sowohl in Hamburg als auch in Essen schon jeweils 2 Sieger auserkoren. Ja, ja. Und sollte es eine Staffel 3 geben von das allerletzte Interview, dann habe ich da schon mal 2 Namen drin, über die ich mir keine Gedanken machen muss. Was kann man denn sonst noch so auf deiner Tour quasi erleben, auf deiner Lesetour? Es wird halt auf jeden Fall nicht nur gelesen, wie du ja jetzt schon festgestellt hast, weil du da warst. Ich erzähle viel so zum Hintergrund, einfach zur Entstehungsgeschichte, teilweise sowohl zur Staffel 1 als auch zur Staffel 2. Ich glaube, es ist schon relativ persönlich, weil ich einfach sehr viel, also ich stehe auf der Bühne in meinem Schreiboutfit, also mit Jogginghose und Socken und Latschen. Ich habe übrigens jetzt auch wieder schöne Socken an, für alle Socken- und Fußfetischisten. und ich habe echte Gegenstände aus meinem Wohnzimmer mitgebracht, einfach auch, um mich wohlzufühlen und auch so Gegenstände, die halt irgendwie was mit das allerletzte Interview zu tun haben. Mhm. Ich lese unveröffentlichte Dinge vor, die sozusagen nicht in die Geschichte gepasst haben und auch in dem Zusammenhang erkläre ich so ein bisschen, wie sich das allerletzte Interview entwickelt hat. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, die Option mit Rappernamen, sich in das allerletzte Interview Staffel 3 oder 4, sollte es sowas geben, mit reinzusneaken. Und es gibt auch eine Art Rap-Quiz. Ich habe nämlich in der ersten Staffel in jeder
Folge Deutschrap-Zeilen versteckt und die kann man zusammen mit mir erraten und auch dafür gibt es kleine Geschenke, in Form trinkbare Geschenke. Genau. Ich bin echt drum gerissen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es macht auch Spaß und es gibt was zum Gucken, es gibt was zum Hören und es gibt auch in jeder Stadt einen kleinen Überraschungsgast. Mhm. Ja. Willst du die schon vorab verraten? Also du hast es mir gestern schon gesagt. Willst du die Leute noch ein bisschen... Ich weiß nicht, weil ich habe Angst, wenn dann doch jemand irgendwie absagt oder yeah, so, dann okay. Ist es vielleicht so ein bisschen doof, dass deswegen... Auf jeden Fall kann man ja schon mal sagen, dass in Hamburg war Milone dabei, vollkommen stoned und gestern war Pedders dabei, vollkommen besoffen. Ja, absolut. Sehr schön, aber wie gefällt dir das so, dass da jetzt einfach Rapper zu dir kommen und sagen, ja, ich lese mit dir ein Hörbuch? Das ist total schön. Ich muss sagen, es werden nicht nur Rapper kommen, es werden auch Leute aus dem Comedy-Bereich kommen oder was ich schon öffentlich gemacht habe, ist, dass in Berlin zum Beispiel kommt Jennifer Weist, also von Jennifer Rostock. Sie ist ja eigentlich keine Rapperin, aber ich habe mir auch überlegt, es können ja auch einfach Menschen sein, genau, das wird zum Beispiel in Leipzig auch der Fall sein, es können ja einfach Menschen sein, die einfach was mit mir zu tun haben oder mit dem Hörbuch zu tun haben oder trotzdem irgendwie auch mit Rap zu tun haben und da das so fast unfreiwillig auch ein bisschen ein gefühlt feministisches Thema geworden ist, diese ganze Geschichte. Und das habe ich auch zum Beispiel jetzt in Essen total gemerkt, weil auch so viele Mädels da waren und so viele sich auch Gedanken darum machen, über diese Rolle der Frau im Rap, ohne dass es jetzt nur was für Frauen wäre, um Gottes Willen. Aber dadurch, dass, glaube ich, ich mit einer Jennifer da auch sehr viel schon drüber geredet habe und uns dieses Thema auch sehr verbindet, so die Rolle der Frau, passt sie, glaube ich, da auch sehr, sehr gut hin. Ja, aber ansonsten... Ich feiere das total. Also egal, wer da jetzt kommt und mit mir liest, das ist einfach geil. Weil auch diese Leute haben das alle noch nie gemacht. Die haben noch nie auf einer Bühne vor anderen Leuten sich hingesetzt und gelesen. Und das feiere ich gerade, ich das jetzt irgendwie forciere mit meinem Hörbuch, dass da so in unsere komische kleine Musikblase jetzt so dieses Literaturding mit reinkommt. Wir sitzen da und machen eine Lesung und lesen für andere Leute. Ich finde es voll lustig. Also. Ich finde es generell krass. Was hat das so bei dir bewegt, dass du gesagt hast... Ja, außer Radio und irgendwie Rap-Journalismus möchte ich jetzt auch irgendwie was schreiben und was veröffentlichen. Ich muss ehrlich sagen, dass das viel, viel früher da war. Also ich hatte nie den Traum, Moderatorin zu werden. Mhm. Ich hatte nie so dieses, oh, ich muss zum Radio oder ich muss Interviews machen, sondern das war alles zufällig. Ich hatte eigentlich schon immer den Traum zu schreiben. Also ich wollte auch während der Schulzeit und so, ich wollte Drehbuchautorin werden, ich wollte auch eigentlich so richtige Printjournalistin werden und schreiben. Ich wollte wirklich schreiben. Das war schon immer mein Traum und ich wollte vor allem schon immer ein Buch veröffentlichen, wirklich seitdem ich denken kann. Und ich habe das Gefühl, dass all die Dinge, die auf dem Weg dahin passiert sind, so zufällige Umwege waren, durch die ich trotzdem auch andere Riesenleidenschaften entdeckt habe, wie zum Beispiel das Moderieren. Mhm. Das ist einfach durch Zufall gekommen und das liebe ich auch unfassbar, aber ich glaube wirklich, mein eigentlicher Lebenstraum war immer das Schreiben und das Moderieren war vielleicht nur da, um da hinzukommen. Und jetzt natürlich kann das koexistieren, also um Gottes Willen, ich werde mich als Moderatorin deswegen jetzt nicht umbringen, sondern vis-à-vis als Moderatorin wird es ja trotzdem weitergeben, aber ich glaube, der Fokus auf das Schreiben und auf mich als Autorin wird in diesem Jahr noch viel, viel, also im nächsten Jahr noch viel, viel krasser sein. So. Ja. Ich finde das auch krass. Ich meine, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, weiß man, du liest unter anderem gerne die Crime. Das ist auch ins Hörbuch mit eingebracht. Das fand ich auch ziemlich cool. Wieder so eine kleine Parallele. Woher kommt da so die Leidenschaft für so Kriminologie? Ey, ich muss ehrlich sagen, das ist eine Sache, die mir manchmal ein bisschen Sorgen macht. Weil wenn ich diese Frage gestellt bekomme, und ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich beantwortet, weil man natürlich wirklich sich fragt, was ist da bei dir schiefgelaufen? Ich glaube, da war ich in der 9. Klasse oder so und es hieß, ich glaube, es war Deutschunterricht oder so, ich habe keine Ahnung, es hieß, wir können Vorträge halten über welches Thema auch immer auf der Welt. Denkt euch was aus. Und wir hatten dann halt so ein paar Tage Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, welches Thema wir nehmen wollen und da waren so Mädchen in meiner Klasse, keine Ahnung, die eine hat einen Vortrag über Kaiserpinguine gehalten, die andere über, was weiß ich, Britney Spears, whatever. Und mein Vortrag, eigentlich ist es nicht witzig, aber ich verstehe es nicht. Ich kann dir nicht erklären, irgendwas in mir hat mir gesagt, ich habe zum Beispiel schon immer Spiegel TV gerne geguckt und da kamen mir dann manchmal so Berichte über gewisse Kriminalitäts- oder über Kriminalfälle, wo ich irgendwie so gefesselt war, dass ich einen Vortrag gehalten habe über Kindesentführung und Kindesmord in Deutschland. Und ich habe dann irgendwie angefangen,
so, ich hatte ein paar Wochen Zeit, bis der Vortrag halt gehalten werden musste, und ich habe angefangen, Zeitungsartikel zu sammeln. Alle Zeitungsartikel im Zusammenhang, die mit ermordeten oder entführten Kindern stehen, und hab dann daraus ein riesiges Plakat gemacht, was einfach zweimal größer war als die Tafel, und das hat sozusagen gezeigt innerhalb dieser 3-4 Wochen, was alles passiert ist. Und irgendwie fing das also in meinem Kopf so an zu rumoren, dass ich verstehen wollte, wie krank ist denn das? Wie viele Kinder sterben irgendwie, wie viele Kinder werden entführt? Und das hat mich irgendwie, keine Ahnung, so interessiert, dass, also am Anfang war das eher, glaube ich, so ein, okay, ich will mich damit mehr befassen, ich will das verstehen, ich will wissen, warum das passiert. Und daraus wurde dann aber irgendwann so ein bisschen, also das war ja nicht jetzt im Sinne von, geil, ich bin hier voll der Fan von diesem Thema, aber daraus entstand so ein bisschen einfach ein generelles Interesse für Mord und Totschlag, so schlimm das klingt, aber ich habe mich halt angefangen mit Serienmördern zu befassen und mit, habe immer so Aktenzeichen XY ungelöst geguckt und so. Und ich kann es, wie gesagt, nicht erklären, aber es wurde dann irgendwann so ein bisschen zu meinem, ich weiß nicht, so eine Art, jeder hat ja so, vielleicht, oder viele Leute haben so nerdige Themen, mit denen sie sich irgendwie besser auskennen als andere. Der eine weiß halt, welches Auto, Jahrgang 1900, bla, dies, ja, das, ja, ja, was das für einen Hubraum hat. Keine Ahnung. Und ich weiß halt leider, welcher Serienmörder wie viele Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich versuche auch die ganze Zeit, während ich das so erzähle, irgendwie den Bogen zu kriegen, dass es Sinn ergibt. Aber es ergibt, glaube ich, einfach gar keinen Sinn. Nee, das ist dann einfach so dieses Nerd-Thema. Ich glaube, das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Und gleichzeitig habe ich ja unfassbare Angst, ständig davor ermordet zu werden. Ja. Das ist ja das Witzige, wo dann auch immer alle sagen, wow, wie dumm eigentlich, dass du dich so lang und so intensiv damit beschäftigst, dass du hinter jedem Mörder vermutest oder in jeder Situation. Zum Beispiel habe ich auch so ein Buch gelesen, wo eine Frau im Hotelzimmer halt fast ermordet wird. Ey, seitdem habe ich so, ich komme ins Hotelzimmer rein, muss erstmal unter das Bett gucken, ich gucke in Schränke, ich gucke, ob sich irgendwo jemand versteckt haben könnte und auf mich gewartet hat, um mich umzubringen. Also ich habe Paranoia des Grauens, aber ich höre auch nicht auf damit. Ich lese immer weiter, egal ob Real Crime oder fiktiver Crime. Ich bin da einfach leider hängen geblieben. Zu einer dritten Staffel, kannst du da eventuell schon was sagen? Also ich kann sagen, egal wie jetzt die zweite geendet ist, ich glaube, das ist sozusagen aus allen Wegen wieder Auswege gibt oder aus allen vermeintlichen Sackgassen. Man muss echt aufpassen, dass man sich da nicht um Kopf und Kragen redet. Ja. Also ich glaube, dass sowohl Spotify als auch ich sehr zufrieden und sehr glücklich sind mit diesem gemeinsamen Projekt und dass schon Interesse besteht, von beiden Seiten auch irgendwie weiter zusammenzuarbeiten. Und natürlich haben wir da jetzt auch was geschaffen, was so, also ja, was in vielen Leuten jetzt auch schon eine emotionale Bindung, glaube ich, ausgelöst hat. Und es wäre wahrscheinlich auch dumm, jetzt zu sagen, ach naja, dann ist jetzt das allerletzte Interview vorbei und dann denke ich mir jetzt morgen einfach eine andere Geschichte aus. Deswegen, ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass man mal guckt, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall voll viele Ideen schon. Also wenn es nach mir geht, ich könnte mich auch jetzt morgen hinsetzen und anfangen, schon eine dritte Staffel zu schreiben. Also ja, ich habe wirklich sehr, sehr viele Ideen. Aber ich glaube, es wird, wenn es so sein sollte, auf jeden Fall erstmal ein bisschen dauern. Es wird nicht so sein wie nach der ersten Staffel, dass dann schon klar war, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben und es waren ja jetzt auch nur 5 Monate oder so. Ja. Das wird es jetzt nicht geben. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen normales Leben irgendwie führen wieder ein bisschen klarkommen, weil wenn ich jetzt mich direkt wieder in den Schreibtunnel stürze. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja bei der ersten Staffel sehr lange gedauert, quasi bis alles stand und das hat natürlich auch irgendwie so seinen Prozess, der da erstmal geschaffen werden muss. Beim zweiten ging es aber ein bisschen schneller, ne? Dafür mehr Eis. Voll. Also mit sehr viel mehr Stress, muss ich sagen, aber auch mit sehr viel, also es war gut, weil ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass man jetzt ein Jahr irgendwie wartet auf die zweite Staffel, aber es war doch jetzt am Ende sehr komprimiert, sehr krass. Mhm. Es hat halt natürlich auch eine Weile gedauert, um das inhaltlich erstmal festzulegen, was passiert jetzt genau. Und ja, insgesamt würde ich jetzt sagen, hat das Ganze, also die zweite Staffel so, also auch nochmal jetzt 3 Monate oder so gedauert. Mhm. Und das ist dann schon heftig, wenn du einfach ein Vierteljahr so tief da drin bist und dich aber nebenbei ja auch noch, ich habe ja trotzdem auch noch regelmäßig jede Woche Radiosendungen und habe auch andere Jobs gemacht und so, und das so miteinander zu verbinden war schon echt schwierig. Und ich glaube, da werde ich auch dann zukünftig schauen bei so einer dritten Staffel, dass ich dann wirklich sage, ich werde mich jetzt einen Monat nur darauf konzentrieren und vielleicht noch die Radiosendung machen natürlich, aber ansonsten einfach gar nichts, weil sonst wird man da verrückt. Also das ist zu krass. Was ist denn mit dem Goldenen V? Da gab es auch schon länger keine Videos mehr, ne? Muss ich auch ehrlich leider sagen, wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben. Ach man, scheiße. Ja, das
ist aus verschiedenen Gründen, also man muss einfach sagen, da lag so ein bisschen so ein Fluch drauf ab dem Moment, ab dem ich das so ein bisschen versucht habe, aus den Händen zu geben, weil ich habe ja die ersten Folgen eigentlich wirklich komplett alles alleine gemacht und das waren auch für mich die schönsten und wichtigsten Folgen, also so die erste Staffel in Anführungszeichen. Und danach, und damit will ich jetzt gar nicht irgendwem die Schuld daran geben, aber ab dem Moment, ab dem andere Leute reinkamen und auch teilweise ja versucht haben, die Dinge so professioneller zu machen, ist es eigentlich alles nur anstrengender geworden und weniger das, was es eigentlich mal war. Ja. Und dann gab es auch organisatorische Gründe, so, die einfach wirklich komplett das Ganze so anstrengend und schwierig gemacht haben, sowohl teilweise was Gäste betrifft, als auch teilweise Partner. Und es war irgendwann einfach, es war so anstrengend und so nervig, dass ich leider sagen muss, so ein bisschen, ohne jetzt nur die Schuld abwälzen zu wollen, aber wurde mir das Format auch so ein kleines bisschen kaputt gemacht durch verschiedene Umstände. Und ich habe dann an dem Punkt gemerkt, okay, das, ich muss das jetzt auf jeden Fall ruhen lassen. Und vielleicht werde ich es irgendwann nochmal noch mal aufnehmen, vielleicht ja auch als Podcast oder so und nicht mehr zum Gucken. Ja, ja. Weil das kann ich mir gerade definitiv nicht mehr vorstellen. Jetzt nochmal so ein Videoformat gerade so, das fühle ich auf jeden Fall gerade überhaupt nicht. Gestern gab es ja unter anderem auch diese Namensaktion, haben wir ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was da abging, dass du quasi deinen Namen suchst. Und irgendwie waren die Vorschläge voll sexistisch. Also wir hatten sehr viel mit Schwänzen oder, was war da, Captain Cock oder so war dabei. Oder, ne? Und das ging halt alles irgendwie so in so eine sexuelle Richtung. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für eine gewisse Situation, die du auch im Hörbuch selber beschrieben hast. Und zwar ist da eben die große, erfolgreiche Moderatorin, die das quasi an Clara übergibt und ihr dann so ein Knigge mitgibt. Und du hast selber gesagt, dass du dich mit dieser Nina, eben dieser Moderatorin, sehr identifizieren kannst und die sehr respektiert wird. Und das eben auch als Frau. Und ich finde, das kann man sehr gut auf dich übertragen, weil du mittlerweile von allen irgendwie Respekt bekommst und als vis-à-vis einfach anerkannt wirst. Und das als erste Deutschrap-Journalistin oder Moderatorin. Ich weiß, du hast das Wort Journalistin nicht so gerne irgendwie, ne? Ich denke mir manchmal, dass mir das nicht gerecht wird, dass ich so denke, dass zu zum Journalismus mehr gehört, als Interviews zu führen. So. Weil die Art von Interviews, die ich führe, jetzt nicht unbedingt immer investigativ ist, sondern sehr viel mehr emotional. So. Aber trotzdem, ich glaube eigentlich schon, dass ich eine Art Journalistin bin, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin einfach wirklich mehr eine Moderatorin und mehr eine Fragenstellerin als eine Journalistin. Ja. Wie würdest du denn beschreiben, wie du den Weg geschafft hast von vis-à-vis die auf Twitter, weiß nicht wie viel Gegenwind bekommen, zu vis-à-vis die von allen irgendwie respektiert wird und die jetzt einen Rapper nach dem anderen oder irgendeinen Gast nach dem anderen auf die Bühne holt und zusammen dein Hörbuch liest? Und so, also du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Dieses Respekt-Ding und das als Frau im Game, weil das eben gar nicht so selbstverständlich ist, finde ich. Voll. Also es war auf jeden Fall ein harter, langer Weg, aber ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle oder an meiner Stelle auf jeden Fall Durchhaltevermögen gewesen. Ich hatte Situationen, wo ich so dachte, okay, nee, auf gar keinen Fall. Das gebe ich mir hier vielleicht noch 2 Wochen und dann bin ich raus. Aber ich glaube, sich dann zu entscheiden, nee, ich werde mich jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Vollidioten, die nicht damit klarkommen, dass da jetzt eine Frau sitzt, die Rapper interviewt, werde ich mich jetzt hier nicht verscheuchen lassen. Und ich glaube, ich habe einfach mich sehr lang und viel auch immer mehr mit mir selbst befasst und dabei festgestellt, dass die Dinge, für die ich angefeindet werde, auf jeden Fall nicht zutreffend sind oder das, worauf ich reduziert werde, dass man mich eben nicht darauf reduzieren kann. Und das hat mir auf jeden Fall immer mehr Stärke verliehen, weil ich so gemerkt habe, ey, es ist halt egal, ob die jetzt unter jedem Interview schreiben, dreh mal ein Porno. Ich weiß, dass ich so viel mehr kann und ich weiß, dass das völlig egal ist, weil ich werde niemals in meinem Leben Porno drehen und im Endeffekt sind die ja die Dummen. Sollen sie halt 300 Jahre darauf warten und das nicht bekommen und ich kann halt auf ganz vielen anderen Ebenen zeigen, was ich eigentlich wirklich kann und deswegen, also so dieses, ich glaube Selbstliebe dann auch, dass man sich nicht verunsichern lässt und dass man nicht aufgibt und klar muss ich trotzdem sagen, habe ich mich an vielen Stellen schon auch ein bisschen, also jetzt nicht verstellen müssen, aber ich habe schon trotzdem auch immer aufgepasst, was ich mache, wie ich das mache und ich weiß nicht, wenn ich das
anders angegangen wäre, ob ich jetzt da wäre, wo ich heute bin. Mhm. Und ich habe ja auch, also ich habe zum Beispiel jahrelang schon wirklich darauf geachtet, wie ich mich in Interviews anziehe. Und ich finde es natürlich, das ist eine traurige Erkenntnis, aber es hat eben dazu geführt, dass mich die Leute dann, glaube ich, doch dauerhaft respektiert haben. Und irgendwann, ab einem gewissen Punkt, habe ich gemerkt, okay, jetzt respektieren mich alle, jetzt kann ich auch mal eine kurze Hose in einem Interview anziehen. Ja, ja. Es ist dann immer noch Thema, aber das bedeutet dann nicht, dass alle sagen, die ist nur da, um den Rapper anzumachen, die will hier nur irgendwie zeigen, dass sie, was weiß ich, oder die findet sich geil oder so. Mhm. Aber das hat halt eine Weile gedauert. Und ich glaube, dass es heute schon viel, 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 viel entspannter ist. Also ja, ja. Ich glaube wirklich, dass wenn ich jetzt heute anfangen würde, Deutschrap-Interviews zu machen mit dem, was alles da ist, und wenn ich nicht vis-à-vis wäre, sondern jemand anders vis-à-vis wäre, so nach dem Motto, dass die Dinge schon viel leichter und viel entspannter wären und man sich nicht mehr über 300 Sachen Gedanken machen muss bei jedem Interview, weil die Leute das natürlich auch viel mehr gewöhnt sind und sich nicht wie bei mir damals fragen, hey, was ist das jetzt so? Also ist ja auch verrückt, dass man sich denkt, das ist ja eigentlich erst, keine Ahnung, wann habe ich das erste Interview für 16 Bars gemacht? Ich glaube 2010, glaube ich. Krass. Ja, ist 8 Jahre her. Heftig, also ich... Eigentlich, das ist verrückt, dass man sich denkt, noch vor 8 Jahren war es noch nicht normal, so dass Frauen in der Deutschrap-Szene einfach so ganz normal in allen Bereichen stattgefunden haben. Es war irgendwie ein Thema. Also ich glaube schon, dass sich viel mehr Frauen viel mehr trauen und dass sich einfach alles immer natürlicher entwickelt. Also in der Zeit lang haben es ja, glaube ich, alle versucht auch so zu forcieren und zu sagen, oh, dann suchen die Labels bewusst nach Frauen und dann macht man dies und das und jenes und alle reden ständig darüber, aber ich glaube, es war einfach so ein ganz natürlicher Prozess und auch so durch Leute wie eine Schwester Eva oder so, die einfach dahin kamen und genau das gemacht haben, was auch ein Typ gemacht hat und das auch cool gemacht haben, da ist schon, glaube ich, auch dadurch eine Tür aufgegangen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele coole Frauen es gibt, die halt auch nicht die ganze Zeit thematisieren, dass sie Frauen sind. Weil ich glaube, das ist auch so eine Problematik gewesen. Das hat mich auch immer mega abgeturnt. Habe ich ja sogar selber auch gemacht, als ich da mal meine Rap-Versuche gewagt habe. Ich habe das halt auch viel zu doll thematisiert, was ich jetzt im Nachhinein auch total wack finde, weil ich mir so denke, ey, das ist doch, also das finde ich jetzt gerade auch zum Beispiel schön an einer Unique oder so. Natürlich, die ist trotzdem auch weiblich und die thematisiert auch, dass sie eine Frau ist, aber nicht in diesem so Frau gegen Mann und wir gegen euch und so und wir haben das und ihr habt das nicht und wir sind die starken, coolen Frauen, sondern das ist einfach so eine ganz natürliche, schöne Entwicklung und ich finde es mega geil. Also ich, klar, ist natürlich noch lange nicht irgendwie von einer kompletten Gleichberechtigung zu sprechen und es gibt immer noch unfassbar beschissene Kommentare und es gibt immer noch ganz, ganz viele Sexisten in dieser Welt, aber es hat sich alles schon so viel gebessert, wirklich so, so viel. Was, also ich, natürlich, wenn man dann immer wieder sagt, ja, aber es ist ja immer noch quasi steinzeitmäßig, aber gemessen an dem, wie es vor 8 Jahren war, kann ich nur sagen, bin ich glücklich darüber, wie es jetzt ist und habe auch eine total positive Zukunftsvision und kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht, dass es halt wirklich in keine Ahnung, vielleicht noch nicht in 5, aber vielleicht in 10 Jahren wirklich einfach keine Rolle mehr spielt. Ob jetzt hier mich eine Frau interviewt oder ein Mann oder ob ich irgendwie, das alles auch, ob das eine Rapperin ist oder ein Rapper, alle sind dann hoffentlich irgendwie down und cool und auf einer gleichen Ebene miteinander und es muss dann vielleicht auch irgendwann einfach gar nicht mehr thematisiert werden. Ich habe mir übrigens dein Album nochmal angehört. Oh. Ich fand es gar nicht so schlecht. Oh. Ich mag den Sound so gerne. Das ist echt schön. Das ist so schön oldschool. Oh, das ist ganz schlimm. Ich will auch die ganze Zeit, dass es einfach überall verschwindet. Ich weiß nicht, irgendwie verballere es immer wieder, mich darum zu kümmern. Ja. Oh Gott, es ist ganz schlimm, wenn ich auch so Leute neu kennenlerne und die dann irgendwie so, oh, siehst du was an, das ist für mich so peinlich. Ich finde es so unfassbar unangenehm. Aber war das früher irgendwie ein Problem, dass du quasi, du warst ja teilweise dann gleichzeitig Moderatorin und Rapperin, ne? Mhm. Nur ganz kurz, und genau das war ja auch der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, weiter zu rappen, weil ich für mich gesagt habe, das ergibt gar keinen Sinn. Also ich habe, als 16 Bars mich damals angefragt hat, da war ich ja schon bei Kiss FM, ich hatte vorher schon ein Praktikum bei rap.de gemacht, war schon beim Radio bei Kiss FM, hatte Auftritte als Rapperin, aber habe dann mit dem Beginn meiner Moderationslaufbahn bei 16 Bars relativ schnell das beendet. Also ich glaube, wann war das? 2010 haben wir angefangen. Ich glaube, 2011 oder so habe ich dann, ich habe das ein halbes oder dreiviertel Jahr so parallel gemacht und dann habe ich gesagt, nee, ciao. Ja. Und dann, ich weiß, das ist voll krass, das wissen die Leute gar nicht. Ich habe einfach beim Graffiti-Box-Jam
2010 oder 11, ich glaube, es war 2011, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, hatte ich meinen allerletzten Auftritt als Rapperin. Ja. Yeah. Und mein Specialist auf der Bühne war einfach mal Masimoto. Ja? Nice. Möchte ich mal an dieser Stelle so sagen. Das war mein letzter Auftritt. Das ist einfach krass. Mein letzter Auftritt als Rapperin vor 7 oder 8 Jahren. Ja, schön, um Masi angerufen. Ja. Krass. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du darauf eingehen wollen würdest? Ich freue mich natürlich ganz doll über jeden, der sich das Hörbuch anhört oder die Hörbuchserie. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sozusagen weder Staffel 1 noch Staffel 2 gehört haben. Denn ja, wäre es mir einfach eine große Ehre. Es ist wirklich für mich, also es klingt wirklich doof, aber jedes Feedback auch zu Dali und jeder Mensch, der zur Tour kommt und so, das ist halt voll krass. Es ist zum ersten Mal nach 10 Jahren so, wenn wir jetzt das Rappen mal weglassen, zum ersten Mal wirklich, dass ich komplett alleine was geschaffen habe. Und ich bin da echt sehr, sehr stolz drauf und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Deswegen finde ich das schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ja, klar. Und freue mich über jeden, der sich das anhört und der sich damit befasst. Das ist voll geil. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist sehr, sehr hörbar. Und wenn das jetzt eben noch ausgestrahlt wird, bevor die Tour zu Ende ist, es gibt, glaube ich, so bei fast jeder Stadt irgendwie noch so ein paar Tickets an der Abendkasse immer so, also ich 5 Stück oder so, 10 maximal, würde ich mich voll freuen, wenn die Menschen vorbeikommen, wo so ein Stuhl kann man auch immer noch irgendwo mit dran stellen. Ja, safe. Genau, der Abschluss der Tour wird am 9.12. im Columbia Theater sein in Berlin, da freue ich mich übertrieben, weil dann werden natürlich meine ganzen Freunde, meine Familie alle da sein und es ist dann auch so ein bisschen echt der Abschluss von 2 unfassbar aufregenden Jahren und es wird auf jeden Fall alles, glaube ich, voll emotional und voll krass und so, deswegen da freue ich mich übertrieben drauf. Ja. Unabhängig von Dali Staffel, also potenziell Staffel 3, gibt es denn auch irgendwann einen Krimi von dir? Also das Tolle ist, ich bin jetzt wirklich gerade in Gesprächen mit ein oder mehreren Verlagen und der größte Traum, wenn mir das jemand einfach vor 2 Jahren gesagt hätte, dass jetzt einfach mehrere Verlage dastehen und sagen, wir würden gerne, dass du bei uns Bücher veröffentlichst. Das ist einfach so krank. Und ich bin jetzt gerade in der Situation, ich kann wirklich, wenn ich das jetzt so ausspreche, das kann ich gar nicht fassen, ich darf jetzt mir einfach Sachen überlegen, zum Verlag gehen und sagen, hier, bitteschön, das ist meine Geschichte. Und ja, dann muss man halt gucken, wo es jetzt am besten passt. Und ich habe auf jeden Fall voll viele Ideen. Das ist auch so krass. Also das Schreiben finde ich sehr schwierig, aber die Ideen ich habe schon wieder, so wie es ja auch so schnell ging bei das allerletzte Interview, es war ja so eine Eingebung, sie war da, musste ich mir keine Gedanken drüber machen und so ist es gerade auch schon wieder mit einer möglichen Geschichte, die vielleicht kriminelle Aspekte hat, aber vielleicht sogar doch wieder ein bisschen auch was mit Rap zu tun hat. Ich habe da schon eine Idee und keine Ahnung, wir werden sehen, ob das alles so funktioniert, aber es wäre echt mein größter Traum einfach, also mein nächster größter Traum oder mein eigentlicher, das kam ja lange vor einer Hörbuchserie, mein allererstes Buch zu veröffentlichen und wenn alles gut geht, wird das sogar 2019 dann schon der Fall sein. Krass. Okay, das wird dann wahrscheinlich, wenn es ein Krimi wird, der erste Krimi, den ich lese. Ich bin gar nicht so der Krimi-Fan. Aber ich empfehle euch ganz herzlich Dali, Staffel 1 und 2 und ich tease es schon mal an, irgendwann auch im Buch von Vis-a-vis. Check das aus. Und ich muss noch eine Sache ganz kurz sagen, also das, wir zwei hier, ne, das war alles ein bisschen, wir haben Probleme gehabt, das war jetzt unser dritter Anlauf, aber ich wollte nochmal sagen, auch danke für dein Verständnis, weil beim ersten Anlauf, das war in Hamburg, als ich da die allererste Lesung hatte und ich war so unfassbar aufgeregt und wir hatten halt einen Termin vor der Show und dann kamen wir auch noch irgendwie mit dem Auto zu spät an und so und du bist extra nach Hamburg gekommen für das Interview und ich war nicht in der Lage, ne? Ich war so nervös und ich war so, okay, wie soll ich jetzt ein Interview machen? Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann gar nichts. Ich habe da super Verständnis. Und das fand ich aber sehr, sehr lieb, weil ich glaube, andere Leute wären auch zu Recht einfach abgefuckt gewesen. Und dann haben wir es nochmal gestern probiert und da war leider der Tonmann dazwischen. Der Soundcheck ein bisschen zu laut, aber jetzt heute haben wir es geschafft in meinem Hotelzimmer. Ja. Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein darf. Das ist, finde ich auch nicht selbstverständlich. Ich komme mir jetzt auch vor wie ein Star. Ne? Ich bin hier so in meinem Hotelzimmer, lade ich hier Interviewpartner ein. Schon verrückt. Nee, schön, dann können wir es doch hier in meiner Hometown in Essen machen. So war es ja ursprünglich auch geplant. Ne? Aber ich danke dir auch für deine Zeit und für das schöne Interview. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, check Dali 1 und 2 aus. Danke, Vis-a-vis. Danke dir. Und liebe Grüße, Backspin.
Backspin.